Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei uns auf unserem interaktiven DocCoach Media Kanal für alle Hundeinteressierten. Wir sind mal wieder im Outdoor-Bereich, hier im Grunewald Berlin, dem größten Hundeauslaufgebiet in Europa, was ich kenne. Heute geht es um das Thema Schwimmtraining für Hunde und in erster Linie ist wichtig festzustellen, dass es dabei gar nicht darum geht, dass ein Hund schwimmen lernen muss, denn schwimmen kann er schon. Er hat nur oftmals keinen Bock oder hat nie gelernt, es tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Denn die Motivation eines Hundes, ins Wasser zu gehen, hat im Prinzip eigentlich drei Gründe. Der erste Grund ist, sich ein bisschen runterzukühlen. Dazu nutzt er maximal seine Pfoten und geht damit ins Wasser. Der zweite Grund kann sein, dass er das Wasser nimmt, um etwas zu trinken, vielleicht auch um seine Körpertemperatur damit zu regulieren oder aber weil er Durst hat. Und die dritte Variante ist, irgendwelche Tiere wie beispielsweise Enten zu jagen. Aber so ein Motiv wie wir, ins Wasser zu gehen und fröhlich, freundlich zu planschen, dieses Motiv hat nicht zwingend jeder Hund. Aber er kann natürlich lernen, mit Wasser Spaß zu haben und sich dabei auch im Wasser wohlzufühlen. Dazu ist es wichtig, seinen Hund nicht einfach mit der Überzeugung, dass er schwimmen kann, ins kalte Wasser zu werfen sozusagen, sondern Motivationsmittel zu nehmen, um ihm schrittweise ans Wasser zu gewöhnen. Meine Kira hat das im Prinzip genauso erfahren. Das heißt, das Element Wasser ist für sie etwas Spannendes, Interessantes, etwas, was Spaß macht. Und ich will euch heute zeigen, wie ihr das schrittweise mit eurem Hund auch realisieren könnt. Also gehen wir mal ran ans Wasser, an den Teich und dann fangen wir mal mit den einzelnen Schritten an. Also kommt mit. So, im Prinzip beginnt die Gewöhnungsphase an Wasser, in der Überleitung zu Spiel und Spaß mit Wasser, in drei Phasen. Die erste Phase ist, dass man erst einmal auch ein bisschen analysiert, wie steht euer Hund eigentlich zu dem Element. Und wenn sich da so gewisse Vermeideverhaltensweisen zeigen, dass er ein bisschen rein, aber doch dann lieber nicht, sich zum Wasser hinbewegt, dann heißt es erstmal Neutralität aufzubauen. Das heißt, ihr sitzt irgendwo am Strand, ihr fordert von dem Hund eigentlich gar nichts weiter ein. Ihr lebt eigentlich eher vor, indem ihr euch dem Wasser nähert, vielleicht selber mal mit den Füßen reingeht und den Hund somit zum Element hinzieht. Phase 1 eigentlich auch wieder nach dem Motto, weniger ist mehr. Gebt dem See erstmal nichts Besonderes, sondern Neutralisiertes. Phase 2, ihr seht es auch hier an Kira, die immer durch das Wasser ein bisschen springt, dass sie im Prinzip sich selbstständig mit dem Element auseinandersetzt. Jetzt hole ich sie mal hierher. Kira, komm mal her, hier. Und baue jetzt mal Phase 2 auf. Phase 2 heißt, ich nutze ein Motivationsmittel, ob das jetzt ein Stock ist, ob das ein Ball ist oder ob das Futter ist, spielt dabei eigentlich überhaupt keine Rolle. Dieses Element wird dann einfach, Kira, komm mal her, wir zeigen mal, wie du angefangen hast, komm mal her, einfach in das flache Gewässer hineingeworfen und der Hund fängt jetzt an, es zu suchen. Ihr seht, die Kira jetzt hier auch, sage ich mal, mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche tritt. Hintergrund ist, gerade wenn man hier eben auch vielleicht mit Futter arbeitet, dass der Hund im Prinzip auch darüber eine gewisse Selbstsicherheit erfährt. Phase 3 ist dann eigentlich relativ schnell erzählt. Ihr fangt jetzt an, dieses Motivationsmittel schrittweise immer mehr ins tiefe Wasser zu werfen. Geht dabei aber auch ruhig langsam vor. Der Hund soll im Prinzip diesen Punkt, wo er dann keinen Grund mehr unter den Pfoten hat, selbstständig ertasten. Und ab diesem Moment fängt er dann eigentlich an, selbstständig die Schwimmbewegung in Aktion zu setzen. Ab diesem Moment könnt ihr dann auch gerne mit eurem Hund ins Wasser gehen, bewegt euch ein bisschen von ihm weg, springt mit in die Fluten, schwimmt von dem Hund weg und signalisiert darüber eigentlich auf der einen Seite Spaß und auf der anderen Seite immer, dass dieses Erlebnis oder dieses Element Wasser nichts Besonderes ist, sondern rein positiv und in bestimmten Situationen, platsch, dann eben auch zur Freizeitgestaltung dazugehört. Das Tolle am Schwimmen ist, dass Hunde darüber natürlich auch ihre Muskulatur, ihre Anatomie entsprechend unterstützen können, ähnlich wie bei uns Menschen auch.
Habt ihr zu diesem Thema Fragen, welche Motivationsmittel vielleicht für euren Hund am besten ist oder wie lange ihr gegebenenfalls euch Zeit nehmen lassen müsst, in welcher Phase, schreibt uns einfach hier drunter in den Kommentaren. Es geht ansonsten auch per E-Mail. Wir sind für euch da, Dogwatch Media, bis nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Baden. Zunächst gilt es also, eurem Hund auf ein bestimmtes Signal zu signalisieren, in eine Box zu gehen. Dann kommt die Box ins Fahrzeug und das gleiche Signal wird entsprechend zur Anwendung gebracht. Jetzt lasse ich, kann ihn hier ruhig belohnen, nochmal. Jetzt lasse ich aber das Futter weg, weil er soll sich auf den Baumstamm konzentrieren und nicht auf das Futter. Also ich führe mit meiner Hand langsam weiter.